Guten Abend, liebe Zuschauer. Ja, so langsam sind die Temperaturen draußen wieder erträglich. In dieser Nacht gehen diese aber nur auf 17 bzw. 15 Grad zurück. Also wirklich erfrischend ist anders. Und nur Richtung Vogtland und Westerzgebirge können einzelne Schauer oder auch Gewitter unterwegs sein. Die wären aber die Ausnahme. Ja, und auch morgen bleibt der ersehnte Regen leider aus. Nur im westlichen Freistaat und im Erzgebirge kann man vereinzelt auf Schauer oder auch Gewitter hoffen. Die wären aber nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Und so bleibt die Waldbrandgefahr auch morgen im nördlichen Freistaat oft hoch, hier rot eingefärbt, beziehungsweise im Landkreis Nordsachsen und Landkreis Meißen sehr hoch durch die lila Färbung gekennzeichnet. Auch in der neuen Woche bleibt es trocken, sonnig und sehr warm. Die Chancen auf vereinzelte Wärmegewitter sind im Bergland noch am höchsten. Und die trockene Hitze hält weiter an. Der Temperaturtrend von Leipzig zeigt, dass es erst einmal mit 30 Grad und mehr weitergehen wird. Daher Ihnen nun eine halbwegs erfrischende Nacht und bis morgen.